Ich glaube, dass der Reiseverkehr uneingeschränkt nicht möglich sein wird, weil wir sonst zu rasch wieder das Virus von Land zu Land übertragen würden. Es wird wieder Reiseverkehr möglich werden, aber uneingeschränkt wird er nicht sein. Und ich habe einfach die Sorge, dass wir derzeit zu viel gleichzeitig lockern. Wir wissen, dass wir relativ nah an der Grenze dessen sind, was wir uns überhaupt leisten können, um nicht wieder in das exponentielle Wachstum zurückzukehren. Wenn wir wieder exponentielles Wachstum hätten, dann müsste wieder ein neuer Lockdown kommen. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann, sowohl medizinisch wie auch wirtschaftlich.